Ausbildungsmesse in Ense digital. Wir starten durch. Hallo, mein Name ist Katharina Krudel. Ich habe im Oktober 2020 die Tierarztpraxis Ense übernommen und wir betreuen hier Kleintiere medizinisch, haben Sprechstunde, führen Operationen durch und versorgen auch Notfälle. Und außerdem führen wir Routinezahnbehandlungen bei Pferden durch. Mein Team besteht derzeit aus mir und meinen beiden Tierarzthelferinnen. Wir möchten uns in Zukunft aber gerne vergrößern und deswegen regelmäßig Ausbildungsplätze zum oder zur tiermedizinischen Fachangestellten anbieten. Und freuen uns auch immer über Praktikanten, die hier vorbeikommen, um unsere Arbeit und unsere Berufe kennenzulernen. Mein Name ist Alina Stratmann, ich arbeite als tiermedizinische Fachangestellte in der Tierarztpraxis Ense. Zu der Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellten gehört natürlich der praktische Teil sowie auch der theoretische Teil in der Schule mit viel Wirtschaft. In der Praxis lernt man den Umgang mit den Tieren und ihren Besitzern sowie Hygienemaßnahmen, die Assistenz in der Sprechstunde und im OP. Mitbringen sollte man für den Beruf Teamfähigkeit, Selbstständigkeit. Wichtig ist auch die Tierliebe, aber das Bewusstsein, dass man es natürlich auch mit kranken und verletzten Tieren zu tun hat. Die Ausbildungsmesse in Ense digital ist ein Kooperationsprojekt der Konrad-von-Ense-Schule, des Initiativkreises Ense und der Gemeinde Ense.